Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 21 Touch. Unsere Karriere-Story. Wir sind immer noch in der Türkei und haben uns eigentlich schon mit dem Abstieg arrangiert, wobei die letzten Spiele jetzt gar nicht so schlecht waren. Zweimal unentschieden. Aber ob wir da heute noch was reißen, ist die Frage. Es ist übrigens die 25. Folge, also auch ein kleines Jubiläum. Und ich denke, hier werden auch noch viele Folgen, vielleicht nicht mehr allzu viele aus der Türkei. Der 25. Spieltag ist es ja, gegen Quatsch, gegen. Ah ja. Wo ist es? Ich wollte jetzt gerne was anderes sagen. Naja, so unzufrieden sind die gar nicht. 53%, aber ja, es ist trotzdem schwierig. Wann müssen wir denn gegen die spielen? In 3 Tagen. Und das nächste Spiel dann wäre gegen Sakaryaspor. Den Tabellendritten. Aber gegen Eyüpspor haben wir ja auch nicht so schlecht gespielt. Der Februar ist auch schon wieder fast gelaufen, also in Real Life. Bis ich das veröffentliche, das wird noch 2, 3 Tage dauern. Dann sind wir schon im März. Wahnsinn. Schon wieder die ersten 2 Monate vorbei. Die Zeit läuft. Ich würde auch mehr Videos bringen, weil ich das in den letzten Tagen ein bisschen zurückgefahren habe. Aber ich kriege es vom Handling her, vom Rendern nicht hin mit dem Vollzeitjob. Also brauche ich natürlich lauter Follower, um endlich Vollzeit hier aufzuzeichnen. Hey. So, Scouting-Meeting. Spielen die Flügelspiele mit dem Bla, Blub, Blub. Spiele bisher gab es 1, das haben wir 4-3 verloren. Aha. Fitness-Tests sind eigentlich alle fit. Also. Berg Karwan Kran, also Berg fehlt uns noch. Hier sind wir übrigens am 21. Februar, also fast wie heute oder fast wie im Real Life. Jetzt haben wir ja den 28. Februar 2021. Naja, schauen wir mal. Die ersten 10 Minuten haben wir überstanden. Ich rufe jetzt mal wieder rein und feuere das Team an. Was haben wir da? Barbaros ist angeschlagen. Den lassen wir jetzt trotzdem noch weiterspielen. Bis ihm die Leiste rausfliegt. Dann eine Chance, Emre. Und da macht er das Tor. Emre Balke, Ismail Ayas war es, das 1:0. Erster Treffer für ihn und Kirk Larelispor ist vorne. Schade, das jetzt für die Halbzeit jetzt nicht gebraucht. Halit sieht jetzt hier auch nicht gut aus.
60 Minuten rum. Davut. Alperen. Oh, der ist schnell. Das ist Außenverteidiger. Recep. Abgeprallt. Daneben. Wir müssen jetzt zweimal wechseln, gehen jetzt aber in ein sehr offensives Spiel über. Minuten kommen nicht mehr. Ja, verlieren wir 1:0. Schade. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein besserer Lauf wird, als wir erwarten konnten. Aber dem war da nicht so. Trotzdem. Spielen wir jetzt noch weiter. Eins machen wir noch. Kilic verletzt, Leistenverhärtung. Wir müssen jetzt dann gegen Zakaryaspor spielen am 26. Spieltag. Zakaryaspor. Das Spiel findet in 7 Tagen statt, aber die haben ja auch gleich simuliert hier. Der 21er Touch läuft ja recht flüssig. Der Vorstand gibt mir jetzt sogar eine 2-, also ich begreife es immer noch nicht. Aber wir nehmen das natürlich dankend an. Nach der Saison läuft mein Vertrag ja eh aus. Also das heißt, sollten wir hier absteigen, hat es halt nicht geklappt. Aber ich bin wenigstens nicht entlassen worden. Wobei man natürlich sagen muss, dass es keine vierte Liga gibt im Spiel. In der Türkei. Ja, morgen werde ich mal tagsüber, da habe ich ein bisschen Zeit, werde ich mal ein paar Spiele hochladen, ein paar Saves, wenn die gerendert sind. Das kann ich nebenbei machen, wenn ich im Büro sitze. Und dann beginnt bald der März 2021, wie für uns ja auch in 55 Minuten. Also der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen sind jetzt 11 Punkte. Das sind jetzt, sagen wir mal, 4 Siege, die wir mindestens einfahren müssten, um diese 11 Punkte aufzuholen. Wir haben bis jetzt erst 10 Punkte gemacht. Das heißt eigentlich 13, weil unsere 3 abgezogen worden sind. Also es ist schon unheimlich schwer. Und auf Rang 16 brauchen wir gar nicht mehr schauen, da sind es jetzt schon 16 Punkte. Also da sind wir deutlich zu weit weg. Sie sind hoch erfreut über meine Arbeit. Und das freut mich sehr. So. Berg ist jetzt auch noch krank. Mei, hätte ich bloß den anderen nach Hause geschickt, ich Trottel.
Also. Mei, das war wieder der Klassiker. Das ärgert mich jetzt wieder. Ich hätte den verletzten oder beziehungsweise den erkrankten Spieler gleich nach Hause schicken sollen. Haben wir aber nicht gemacht. Stattdessen lassen wir den Verein und zwei zusätzliche stecken sich an. Bisher ein Spiel, das haben wir 0-2 verloren. Berg und Serkan fehlen uns also. Berg 19 Spiele gemacht. Das ist von Beginn an Serkan 5 Spiele. Dafür jetzt ein paar andere drin. Jetzt geht's los. So, der 26. Spieltag. Sakaryaspor, unser Gegner. Ismail Ertekin ist hier der Coach. Ecke dann Ömer für unseren Gegner. Was gibt da? Elfer. Wenn du die Seuche am Fuß hast. Ja. Ömer macht das Tor. Ömer Beas, zweites Saisontor. Bist du noch gar nicht mal richtig im Spiel und kassierst schon den Treffer. Ali Özgün, achtes Tor, 2-0. Jetzt gehen wir sehr offensiv an, egal ob wir jetzt abgeschossen werden oder nicht. Freistoß nochmal. Ömer. Fühle mich wieder Christian Groß auf Schalke. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist er entlassen. Schön, Tugrul, wie er das hier macht. Und dann bremst er ab. Ah, jetzt hat es sich durch. Dann wieder Ecke Ömer. Diesmal hat ihn Halit. Leider ist der Ball dann aber auch schon wieder weg.
Ja. Alietzky noch vor bei mir mit Poztepe. 4-0. Es geht aber auch nichts heute. Das 5-0. Ali Özgün sehnt das Tor. So leicht. Da läuft er los. Der Ali Özgün macht es auch noch. 14, 15 Meter. Ja, schön. Nats mit Can Baskara, sein sechstes Tor, das war schön, aber nichts mehr als Ergebnis Kosmetik. Aber es war ein sehr schönes Tor. Toykan spielt den weiten Ball. Den nimmt er direkt. Das war schön. Hätten wir mal vorher probieren sollen, so. Das war's dann. 0, nee, 1 zu 5. Huiuiuiui, was für eine Klatsche. Wehrlos abgeschlachtet. Ja, so könnte man es auch sagen. So, das war jetzt der 25. Teil. Servus und bye bye.